Okay, ja, wir sind hier immer noch im 610er Studio von Universal Audio und wenn jetzt mal zur Abwechslung wieder Deutsch sprechen mit Christian Stahl, der im Endeffekt der Marketingmanager für ja so ziemlich Europa ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber du kannst mich auch gerne berichtigen. Aber auf jeden Fall Deutschland, die Benelux, Frankreich und alles, was Rang und Namen hat, sitzen in Amsterdam, Universal Audio. Und Christian ist heute mit uns hier und hat das auch mit uns organisiert und wird uns heute so ein bisschen was über die Apollo-Serie erzählen. Und ich würde einfach erstmal übergeben, erzähl uns doch mal, was ist die Apollo-Serie, was gibt's da so und dann gucken wir uns vielleicht ein paar ja, Einzelheiten an. Klar, erstmal danke, dass ihr hier seid. Freut uns sehr. Man hat nicht oft Möglichkeit, als Deutscher in den USA ein deutsches Magazin oder einen deutschen Blog zu begrüßen. Und Musikerboard ist für uns ein sehr wichtiger Partner. Wir sind auch vertreten und machen ständig Aktionen mit dem Musikerboard. Deshalb herzlich willkommen. Ich Danke. hoffe, dass alles bislang so gepasst hat, dass ihr genug Informationen bekommen habt. Alles super. Ja, die Apollo-Interfaces ist eine sehr interessante Geschichte. Wenn man in der Geschichte zurückgeht, der ganzen Produktlinien, dann sieht man, dass die UAD-Plattform beginnt mit UAD 1, UAD 2, die Basis der Apollo-Interfaces ist. UAD 2 waren die DSP-Systeme, die es erlaubt haben, die Rechenpower des Rechners wirklich für die Aufgaben des Betriebssystems freizuhalten, während die Plugins auf DSPs liegen. Was natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben hat, dass halt professionelle User mit den Emulationen von analoger Studio-Hardware arbeiten konnten. Und wir haben uns dann irgendwann gefragt, was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt war natürlich, ein Audio-Interface zu bauen, das eben diese UAD-2-Plattform auch integriert hat, damit man schon beim Aufnehmen, wie in den alten Tagen, das Signal mit einem Kompressor, mit einem EQ veredeln kann. Und man hat dann praktisch diese Processing Power gespart für den späteren Mix. Und wir sehen und hören auch von vielen professionellen Anwendern, die namhafte Künstler produzieren, dass dieser Oldschool Approach, das heißt, man nimmt über einen Kompressor auf, wirklich der Weg ist, um schnell und effizient arbeiten zu können. Wenn dadurch natürlich dann auch die Plugins durch eine hohe Qualität einfach auch bestechen können, ist das natürlich noch besser. Und du hast ja von Lev vorhin gehört, mit welcher Passion und mit welcher Liebe zum Detail wir da wirklich rangehen. Die Apollo-Interfaces waren ein riesiger Erfolg. Gab es ja zuerst als die silbernen Apollo Quad, dann Apollo Duo und Apollo 16. Wir kamen dann wirklich zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, was machen wir eigentlich mit den Leuten, die kein Rackmount-Produkt brauchen, sondern die ein kleines Desktop-Interface haben. Und das war dann die Geburtsstunde des Apollo Twin mit Thunderbolt. War eine einfache Integration in Mac OS X-Systeme. Und Apollo Twin mit 24-Bit, 192 kHz Auflösung maximal. Mit einem Hi-C-Input für Gitarren und Bässe und mit zwei Mikrofonen vor Verstärkern. Und so hat sich das halt alles Schritt für Schritt entwickelt. Natürlich hat sich auch die Software in gleichem Maße entwickelt, weil wir haben dann diese Unison-Technologie mit eingeführt, die es eben erlaubt, die Interaktion zwischen Software und Hardware so zu gestalten, dass halt Impedanz oder dass halt das Verhalten von unterschiedlichen Impedanzleveln mit Mikrofon oder mit Gitarren-Pickups glaubhaft emuliert wurden. Auf jeden Fall hat sich das so entwickelt und im letzten Jahr auf der Musikmesse haben wir dann die Apollo Next Generation vorgestellt, die eigentlich die wichtigsten Punkte des Apollos beibehalten hat, also einfache Bedienbarkeit, Skalierbarkeit. Es gibt diesen Mixed Multi-Unit Support, das heißt, man kann wirklich Systeme aus bis zu vier unterschiedlichen Apollo-Interfaces aufbauen, je nachdem, welche Anforderungen man in der Recording-Session hat. Und
so hat sich das entwickelt und unser neuestes Produkt, das Apollo Twin USB, macht jetzt auch dieses Twin Desktop Format das erste Mal verfügbar für Windows-User, die immer so ein klein bisschen neidisch waren auf diese Mac-Gemeinde, weil das Apollo Twin mit Thunderbolt ausschließlich an Mac lief. Ja. Twin USB läuft an USB 3-Systemen für Windows-Systeme und wird bald lieferbar sein, wird sein NAMM-Debüt dieses Jahr feiern, obwohl wir das Gerät in Europa ja schon voriges Jahr vorgestellt haben. Mhm. Und wir versprechen uns sehr viel davon. Wir wissen vom Marktfeedback her, dass der Markt darauf wartet. Wir haben ja dieses wunderbare Survey gemacht mit dem Musikerboard im Dezember des letzten Jahres. Ja, das ist eigentlich so ein grober Überblick über die verschiedenen Modelle, die wir momentan anbieten. Mich würde nur interessieren, wie sieht das aus jetzt, wenn es jetzt in die Windows-Richtung auch geht. Wie sieht es da aus dann mit den Quads und den 16ern? Soll da auch was kommen oder hängt es davon ab, wie das Twin denn wirklich läuft? Also im Moment ist es so, dass wir ein 19 Zoll Apollo-Interface für Windows-Systeme anbieten. Das ist das Apollo Firewire, was eigentlich die bewährte Technologie der silbernen Apollos für Windows-Systeme bereitstellt. Im Moment ist die Thunderbolt 3-Unterstützung unter Windows noch nicht gegeben. Mhm. Deshalb warten wir eigentlich sehnsüchtig darauf, dass Microsoft da mal aktiv wird, um auch uns die Möglichkeit zu geben, die Integration von Thunderbolt Apollos in Windows 10 mal genauer zu betrachten. Aber wir warten da, wie gesagt, auf Microsoft und deshalb kann ich da momentan noch gar nicht so viel dazu sagen. Okay. Wir werden auf der NAMM Show wieder so eine kleine Besonderheit haben. Und zwar haben wir ein Recording-Studio aus den 50er und 60er Jahren nachgebaut. Da wird eine originale 610er Konsole zu sehen sein. Es gab nicht viel davon. Soweit ich weiß, gibt es noch zwei davon. Eine steht bei Neil Young und die andere wird auf der NAMM Show zu sehen sein. Man kann da seine eigenen Bilder schicken. Ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen und stellvertretend für alle Musikerboard User da euer Vintage-Studio-Foto zu machen. So machen wir das. Da werden wir uns nicht lumpen lassen. Alles klar. Vielen Dank und bis dann.